Herzlich willkommen zum vorgezogenen Rückrundenstart. Die 19. Runde der DPK Bundesliga. Für uns geht es weit in den Westen nach Altach. Wir treffen am Samstag um 16 Uhr auf den Cashpoint SCR Altach. Bei mir begrüßen darf ich heute Thorsten Schick, Trainer Franco Foda und General Manager Gerhard Goldbrich. Gerhard, ich darf gleich mit dir beginnen. Dritter Tabellenplatz, dritter im Ranking des Österreicher Topfs, plus 19% Zuschauer. Kann man zufrieden Bilanz ziehen dieser Herbstsaison? Ja, grundsätzlich haben wir das schon, aber wir sind aus meiner Sicht jetzt nicht da, um Bilanz zu ziehen, sondern wir sind da, um am Samstag noch 3 Punkte zu holen. Aber grundsätzlich ist es natürlich jetzt eine Phase, die schon Spaß macht, wo bei Sturm Graz, wenn man da reingeht, wieder alle mit einem Smiley durch die Gegend laufen. Und die vorige Woche, als ich zum Thema Franco Foda sagte, der Frank hat vielleicht dann, das macht seine Top-Qualität aus, einen kleinen Schrauben gedreht und da sind große Schritte rauskommen. Wir haben in den letzten Monaten, 18, 19 Monaten im Verein, an sehr großen Schrauben gedreht und jetzt geht eben auch das mit kleinen Schritten weiter. Ich will jetzt niemanden langweilen mit Dingen, die wir immer wieder besprechen, weil das Dinge sind, die nicht von heute auf morgen umsetzbar sind, aber man merkt jetzt erst die Ergebnisse von einer Spielphilosophie, von der wir reden, die jetzt wirklich bei den Jugendmannschaften sich durchziehen, die bei den Damen sich durchziehen. Es sind auch die Erfolge nicht zu unterschätzen. Die Damen nehmen wir auch mit, sind am dritten Platz. Gelandet, also im heurigen Bundesliga-Jahr ist großartig. Unsere Amateure mit eigentlich einer der jüngsten Mannschaften in dieser Regionalliga sind am sechsten Platz, sind nicht weit hinten, nur die Austria Klagenfurt, dieser Ausreißer. Wir gehen auch in der Jugend wieder einen professionellen Schritt weiter und haben erstmals in der Geschichte von Sturm Graz ab Jänner 3 hauptberufliche Jugendtrainer, die wirklich rund um die Uhr für die Jugend da sind und im Einsatz sind. Ja, wir basteln das, was wir gesagt haben, gemeinsam auch mit der HIP fürs nächste Jahr als Kontrapunkt zu Niederösterreich an der ersten Damenakademie-Klasse in der HIP Liebenau, also im Mädchenfußball. Wir haben jetzt uns, glaube ich, ziemlich eingespielt mit einer völlig neu formierten und sehr großen medizinischen Abteilung. Wir haben momentan sehr große Erfolge im Merchandising, sage ich auch mit unserer Black Christmas Tour, der neue Shop, den wir ja gemacht haben, der greift. Also so gesehen, was sage ich, frei nach Thorsten Schick, der gesagt hat, ich bin froh, ich freue mich, dass ich wieder zu Hause bin, weil bei Sturm ist was im Entstehen. Das gleiche hat der Michi Madl gesagt, als er das Angebot der Austria Wien ausschlug und bei uns im Sommer für 3 Jahre unterschrieben hat. Das gleiche hat der Stanko gesagt. Es ist bei Sturm wieder was am Entstehen und schon langsam wird das eine, oft noch das Kleine, sichtbar. Aber wir bleiben schön am Boden und wissen, dass wir da noch viel, viel harte Arbeit vor uns haben. Und so das Klassische, ist man zufrieden oder nicht zufrieden? Ich sage es immer wieder, ich bin nie zufrieden. Zufrieden sind wir noch lange nicht, aber wir können schon mal gut auch ein bisschen stolz sein mit dem Weg, den wir begonnen haben und dass jetzt schon langsam das eine oder andere immer sichtbarer wird. Du hast da im Herbst gesagt, solange die Kampfmannschaft nicht erfolgreich ist, fällt nach außen hin auch das im Hintergrund nicht auf. Was sind deine Erwartungen für das Alltagsspiel morgen? Naja, das sind die, glaube ich, Spieler und Trainer, die das beantworten werden am Platz. Aber ich sage, ich bin überzeugt davon, dass wir dort ein sehr gutes Spiel abliefern werden. Das ist ja auch das Schöne. Ne? Der dritte Tabellenplatz, auf dem wir jetzt stehen, ist grundsätzlich großartig, aber das viel Wichtigere für mich ist die Entwicklung. Und da muss man schon dem Trainer wirklich Hochachtung sagen, die Entwicklung im spielerischen Bereich. Wir spielen wieder Fußball, das ist wirklich wieder frei zum Zuschauen. Die Jungs verdienen sich noch mehr Zuschauer, als wir es gegen Rapid und gegen Salzburg gehabt haben. Und das ist das Wesentlichste, dass wir nirgends mehr hinfahren und sagen, naja, hoffentlich vielleicht am Punkt nichts, wir fahren nach Altach und hätten gern 3 Punkte. Aber wovon ich überzeugt bin, wir werden da ein sehr gutes Spiel abliefern. Und was am Ende dann nach 90 Minuten rauskommt, das werden wir sehen. Aber ich weiß, dass wir definitiv dort gut ausschauen werden. Ich bitte um eure Fragen an den Gerhard Goldbrich. Sind die 3 hauptberuflichen Jugendtrainer im Frühjahr dann? Der Christian Lang, der Sami Moratovic und der Thomas Raffel.
Thomas Raffel. Weitere Fragen? Wenn es keine Fragen an den Gerd mehr geht, dann kommen wir zum morgigen Spiel und zu Trainer Franco Foda. Nein, ich muss nicht tauschen. Okay. Franco, vielleicht kurz dein Resümee zur Hinrunde, nachdem die Rückrunde morgen beginnt. Ja, wenn wir morgen noch 3 Punkte holen, dann sind wir zufrieden. Ja, also ich glaube, morgen ist nochmal für uns, morgen fahren wir erst nach Altach. Übermorgen ist für uns nochmal ein wichtiges Spiel. Ja, und die Mannschaft hat bewiesen, dass sie auswärts jede Mannschaft schlagen kann. Und dementsprechend fahren wir auch nach Altach. Ja, wir haben ein klares Ziel vor Augen. Wir wollen da unbedingt 3 Punkte mitnehmen. Und dann, glaube ich, haben wir ein gutes Jahr absolviert und dann gilt es, sich wieder auf das Frühjahr vorzubereiten. Ja. Wir wissen ja, Fußball, der lebt ja nicht in der Vergangenheit, teilweise in der Gegenwart, aber auch nicht in der Zukunft und dann wird es abgerechnet wieder am Ende der Saison und da wollen wir ganz klar unter den Top 4 sein und da wollen wir wieder international spielen und davon bin ich aber auch überzeugt. Jetzt der Sieg gegen Ried, am Samstag geht es dann zum dritten Mal gegen Altach. Was muss in den 90 Minuten passieren, dass der erste Sieg in der Saison gegen Altach rausschaut? Ja, wir haben ja jetzt in diesem Jahr schon einige Dinge umgedreht. Ja, wir haben ja gegen Admira auswärts, glaube ich, das erste Mal gewonnen. WAC war, glaube ich, auch in diesem Jahr noch kein Sieg, oder zumindest in dieser Runde, das haben wir dann auswärts gewonnen. Also die Spieler, glaube ich, die wissen, um was es geht. Ja, sie wollen auch zeigen, dass wir auch gegen Altach gewinnen können. Klar, Altach spielt zu Hause gut, ja, sie sind da schon länger ungeschlagen, aber wir haben natürlich jetzt gerade auswärts eine tolle Serie hingelegt und die soll auch Bestand bleiben. Ja, die soll weiter, wir wollen weiter ungeschlagen bleiben auswärts und so wird dann auch die Mannschaft auftreten. Ich bitte um eure Fragen an den Trainer. Wir spielt im Defensiven im wieder mit Ja, im Prinzip ist es so, dass der Trainer auf dieser Position am Wochenende schon die Qual der Wahl hat, ja, weil alle haben gut gespielt. Arnel, Pesi, Offenbacher haben wirklich in den letzten Spielen alle drei überzeugt und insofern wird es für den Trainer keine einfache Entscheidung. Aber ich werde eine treffen und wir lassen uns überraschen, wer dann spielen wird. Weitere Fragen an den Trainer? Bitte schön. 1, 2. Ja, du weißt ja, generell beschäftigen wir uns eigentlich weniger mit dem Gegner. Wir wollen versuchen, auch in Altach, wobei Altach, wie gesagt, gerade zu Hause sehr aggressiv und giftig spielt, aber wir wollen trotzdem versuchen, unser Spiel durchzubringen. Ja, wir wollen wieder aktiv sein im Ballbesitz. Auch gegen den Ball wollen wir aktiv sein. Wir wollen auch wieder im Ballbesitz agieren und wir wollen einfach dort probieren, so aufzutreten wie in den letzten Auswärtsspielen. Aber Altach hat bis jetzt eine gute Saison gespielt, das muss man schon erwähnen. Also Hut ab, Trainer Kanner, die hat dort einiges auf die Beine gestellt, also nicht nur er, sondern alle insgesamt und die haben wirklich für dann Aufsteiger haben sie schon eine gute Performance bis zum heutigen Tag hingelegt. Walter, bitte. Ich wollte fragen, weil wir am Anfang nicht erwähnt haben, einige Spieler sind ja nicht fit, weiter steht oben, Todorowski, einige sind ja, glaube ich, nicht fit für diese Partie. Ja, Beichler hat nach wie vor Probleme, also Magenprobleme und Spendelhofer ist ja gesperrt. Da wird hinten wahrscheinlich Barbaric spielen. Und ja, ansonsten auf der linken Seite hat ja Gruber einen guten Eindruck hinterlassen, aber man spielt auch jetzt bei dem jungen Spieler schon 2-3 Mal hintereinander gespielt. Ja. Anderer Rhythmus, höheres Tempo. Aber wir haben immer noch genug Spieler. Also die Spieler, die draußen sind, haben immer gut getrainiert, gut gearbeitet in den letzten Wochen. Sie sind hungrig, sie wollen spielen. Ja, das hat ja auch Piesinger gezeigt. Ja, es war schon beim Spiel gegen Admira für mich eine schwierige Entscheidung, wen ich da spielen lasse. Und Pisi Simon kam dann später rein für Arnel, war sofort präsent im Spiel. Und das ist wichtig, dass der Trainer
auch Vertrauen hat zu diesen Ergänzungsspielern, dass er weiß, wenn ich was wechseln muss, sind die Spieler da und deshalb trainieren sie immer regelmäßig. Ja? Und sie sind alle gut vorbereitet. Ist überhaupt kein Problem, wenn einer ausfällt, haben wir Spieler, die hungrig sind und die wollen dem Trainer dann zeigen, dass sie zu Unrecht auf der Bank sitzen. Weitere Fragen an den Frankfurter? Wenn es keine mehr gibt, dann bitte ich um den Wechsel. Thorsten, am Samstag geht's gegen einen deiner Ex-Vereine, gegen Altach. Du hast 1,5 Saisonen dort verbracht, 34 Einsätze, 4 Tore, 8 Assists. Welche Erinnerungen hast du an deine Zeit im Ländle bei Altach? Ja, eigentlich durchwegs nur positive Erinnerungen. Es waren 1,5 sehr schöne Jahre. Ich hab immer gespielt. Das war für meine Entwicklung einfach sehr wichtig zu dem damaligen Zeitpunkt. Und leider ist damals der Aufstieg mit Altach in die Bundesliga nicht geglückt. Und dann bin ich im Sommer zu Admira in die Bundesliga gewechselt. Aber die Zeit dort war sehr positiv für mich. Wie gesagt, ich habe mich entwickeln können und habe eigentlich nur gute Erinnerungen an diesen Verein. Gibt es noch Freundschaften oder Kontakt? Ja, einer von meinen besten Freunden, der Andi Linhardt, der spielt ja noch bei dem Verein. Und ja, und sonst einfach mit Kollegen, wo man sich besser versteht, pflegt man noch Kontakt. Und ja, das passt eigentlich im Großen und Ganzen. Welchen Weihnachtswunsch gibt es für Samstag? Ja, natürlich würde man gerne 3 Punkte holen, wie der Trainer schon gesagt hat. Wir haben uns mit Alter schon beschäftigt. Wir wissen, was uns erwartet, aber wie schon gesagt, wir konzentrieren uns mehr auf unser Spiel, auf unsere Leistung und wir wollen unbedingt die 3 Punkte holen und für das haben wir die ganze Woche gearbeitet, weil wir im letzten Spiel nochmal alles raushauen und dass wir dann hoffentlich gemütliche Zugfahrt haben. Ich bitte um eure Fragen an den Thorsten. So es welche gibt. Einige schreiben noch. Torjäger in Alter, ne? 4 Tore. Und auch das ist. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann habe ich noch 1-2 Informationen, wie der Thorsten schon vorweggenommen hat. Es geht für uns mit dem Zug morgen Vormittag nach Vorarlberg. Wir werden dann am Abend das Abschlusstraining dort abhalten. Nach dem Spiel geht es wieder zurück mit dem Zug und dann in den Urlaub. Vorbereitungsstart wird voraussichtlich der 5. Jänner sein. 10 Testspiele sind geplant. Der Auftakt ist am 1.10. im Trainingszentrum gegen den SC Weiz. Weitere Gegner werden. Bitte? 10.1. Habe ich was anderes gesagt? Okay, alles klar. Ja, da spielen wir nochmal gegen Weiz. Da spielen wir wieder. Das Länderspielpause, weißt du? Weitere Gegner werden Tiflis, Steaua Bukarest, so man das noch so nennen darf, sein und St. Gallen. Das Trainingslager wird von 21.01. bis 1.02. in Belek stattfinden und ein weiteres Kurztrainingslager von 5.02. bis 8.02. in Toplice. Dankeschön fürs Kommen und ein letztes Mal alles Gute für das Spiel am Samstag.